Die Hüftdrehung beim Golf ist ein ganz, ganz kompliziertes Kapitel und wird komplett missverstanden. Nur so funktioniert im Abschwung die Hüftdrehung beim Golfschwung. Und nur so, wie ich dir jetzt erklären werde, ist sie effizient. Also bleib dran. Die Hüften perfekt eingesetzt, oder? So, sprechen wir mal über diese berühmte Hüftdrehung im Golf, die ja so wichtig sein soll oder wichtig ist. Erstens einmal, es handelt sich eigentlich nicht um eine Hüftdrehung, sondern um eine Beckenrotation. Die Hüften sind ja eigentlich das Hüftgelenk, und das ist ungefähr hier drinnen, und es ist nur ein Gelenk, wo der Oberschenkel einwärts und auswärts drehen kann. Und das gilt natürlich für beide Seiten. Das heißt, wenn wir von der Hüftdrehung sprechen, ist es eher umgangssprachlich und wir sprechen eigentlich mehr von der Beckenrotation. Das ganze Becken dreht sich nach links zum Ziel als Rechtshänder. Aber wieso macht es das? Und das werden wir jetzt hier genauer diskutieren. Der einfachste Weg natürlich wäre, dass man sich hinstellt und sagt, okay, ich gebe den Schläger hierher und versuche einfach mal, mein Becken zu rotieren. Ja, und das ist natürlich nicht ganz falsch so, aber in einem Golfschwung, damit wirklich auch Kraft in den Schlag hineinkommt, muss das Ganze ein wenig delikater sein und ein bisschen genauer sein. Und zwar, wenn du bereits das Video über den Aufschwung von mir gesehen hast, da hier oben kannst du übrigens noch einmal auf dieses Video zugreifen, dann weißt du ja schon bereits, dass es eine Druckverlagerung in den Füßen gibt. Und zwar nicht nur rechts, links, sondern auch in den einzelnen Füßen vor und zurück. Und zwar im Aufschwung geht der Druck ja mehr Richtung der Ferse, nicht auf die Ferse, mehr Richtung Ferse. Und am linken Fuß geht der Druck mehr Richtung Fußballen. Wenn man das hier hat, dann spricht man von einer sogenannten Diagonalen. Und diese Druckverteilung ist deswegen wichtig, weil das ist das, was am Ende des Tages das Becken rotiert. Wenn du jetzt die Idee hast, dass du jetzt aufschwenkst bis hierher und sagst, jetzt drehe ich einfach mein Becken, dann würde sofort der Druck im Abschwung auf die linke Ferse gehen und auf den rechten Fußballen. Und das ist nicht das, was die Besten der Welt machen. Wenn du das machst, passiert in der Regel Folgendes. Dann kommt der Schläger von außen, ich bin jetzt hier links auf der Ferse, rechts am Fußballen, und der Schläger wird so schwingen und du wirst auch nicht sehr kräftig sein. Das heißt, es gibt für mich zwei Arten, die Hüfte zu drehen oder das Becken zu rotieren. Und zwar eine falsche, und das war eben die, was ich dir gerade gesagt habe, dass du dir einfach vorstellst, du drehst das Becken aktiv, dann gehst du sofort mit Druck auf die linke Ferse, sehr früh im Abschwung, und auf den rechten Fußballen. Und das ist eben, wie gesagt, die Art, die wirklich nicht gut funktioniert und wirklich fast jeder Hobbygolfer macht. Was machen die Besten der Welt? Nun, sie haben jetzt diese Diagonale hier und sie werden jetzt den Druck nach links verlagern. Wenn man mich kennt und meine Videos kennt, weißt du, dass es nicht erst hier oben passiert, die nach links Verlagerung, sondern es passiert schon viel früher im Aufschwung. Aber am Ende des Tages, man ist am Weg nach links und der Druck bleibt im frühen Abschwung am Fußballen links. Warum tut er das? Weil ich drücke dadurch in diese Richtung hier, also der Kraftvektor geht in diese Richtung und der Boden drückt mich zurück. Und das ist dann das, was dann eigentlich das Becken nach hinten bewegt. Also es ist keine bewusste Bewegung des Beckens nach hinten, sondern es ist ein Druck Richtung Fußball und ich drücke mich zurück mit dem Becken sozusagen. Wir machen jetzt einen Test. Und das ist auch gleichzeitig eine Übung, um rauszufinden, ob du dies richtig machst im Golfschwung. Und wenn du es nicht richtig machst, dann ist das hier auch gleichzeitig die Übung, um es besser zu machen. Ich habe vorhin von einer Schachtel einfach so zwei Stückchen Karton
abgeschnitten und diese verwende ich jetzt für diese Übung oder diesen Test, den ich dir zeigen möchte. Und zwar, du verwendest einen Boden, der relativ glatt ist, also auf einer Matte, so wie hier, geht das nicht so gut, aber ein Boden, der relativ glatt ist, und du legst beide Kartons ungefähr auf Standbreite hierher und steigst mit dem linken Fuß drauf und mit dem rechten Fuß drauf. Und das heißt, das kannst du hier herumrutschen. Ja? Da gibt es sogar solche Fitnessgeräte, die, glaube ich, heißen Gleiter oder so. Da kann man das, glaube ich, um 15 oder 20 Euro bestellen. Und das wird fürs Fitnesstraining verwendet und das wäre sogar noch viel besser. Aber so ein Karton tut es auch, um es dir zu demonstrieren. So, wenn ich jetzt richtig aufschwinge, dann würde ich den Druck, wie gesagt, auf dem linken Fußballen haben und rechts mehr Richtung Ferse. Ich habe jetzt zum Spaß einmal den rechten Fußballen etwas hochgehoben, dass man das besser sieht. Und links habe ich die Ferse etwas hochgehoben, damit man eben diesen Effekt ganz extrem hat. Das wird im Golfschwung nicht so extrem sein, wie ich es jetzt vorzeige, aber das ist das, was ich möchte. Und wenn ich jetzt hier nach links gehe und jetzt meinen Abschwung starte, dann kannst du sehen, dass mein rechter Fuß nach hinten gegangen ist und mein linker Fuß nach vorne. Also ich zeige das noch einmal vor. Ich habe jetzt hier diese diagonale Stellung hier, gehe nach links und jetzt siehst du, dass meine Füße wie beim Langlaufen vor und zurück gehen. Warum passiert das? So, erstmal vorweg, das ist gut, dass es passiert. Und zwar, das zeigt mir, dass meine Kräfte vor und zurück gut funktionieren. Was ich im Prinzip gemacht habe im frühen Abschwung ist, dass ich den Druck mehr Richtung Ferse gehabt habe. Bitte nicht auf der Ferse, aber ich sage jetzt mal so unterhalb der Schuhbänder ist ein ganz guter Ort. Und habe in die Richtung nach hinten gedrückt. Und dadurch ist im Abschwung der rechte Gleiter nach hinten gegangen. Zeitgleich habe ich mehr oder weniger den Druck am linken Fuß mehr auf den Fußballen gehabt und die Kraftrichtung ging mehr nach vorne in diese Richtung und ich habe im Prinzip in die Richtung gedrückt. Normalerweise ist ja der Boden nicht glatt unter meinen Füßen, sondern hat eine Friktion, also eine Reibung und es würde mich jetzt zurückdrücken und dadurch mein Becken drehen. In dem Fall aber hatte ich einen glatten Untergrund und deswegen ist der Fuß nach vorne gegangen und der andere nach hinten. Das heißt, das ist der Test, ob ich es richtig mache. Wenn ich es nicht richtig mache und ich merke, die Dinge, die bleiben einfach nur so stehen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich mein Becken nicht optimal benütze, um Kraft zu erzeugen für einen langen Golfschlag, sondern dass ich eigentlich ja, ihn nur so ein bisschen begleite, den Schwung mit dieser Bewegung, aber es ist nichts Effizientes. Dann kannst du eben wirklich auch versuchen, dann Schwünge zu machen, wo du versuchst, ein bisschen mehr in die Richtung zu drücken, Richtung Fußballen, Richtung runter. Und dann wirst du sehen, dass dann langsam die Füße beginnen, eben in diese Grätsche zu kommen. Mach das mal langsam und nicht zu aggressiv, nicht, dass du dich verletzt, bitte. Es kann dann auch sehr, sehr schnell in die andere Richtung gehen auf einmal. Also hierher. Siehst du, es reicht eigentlich, wenn das so ist, gerade dass du das noch kontrollieren kannst. Und dann weißt du, dass du dein Becken im frühen Abschwung ordentlich eingesetzt hast. Das heißt, du hast die Kräfte benutzt, die man braucht, um einen guten Golfschwung zu machen. Und das Ganze hier, was man dann später sieht, diese Drehung und so weiter, das ist ein Resultat von dem, was im frühen Abschwung kam und durch diese Aktion der Füße. Würdest du es eben, wie gesagt, falsch machen und du würdest einfach nur dich herstellen und dann sagst, okay, ich drehe mein Becken bewusst, dann wird es sogar eher in die falsche Richtung gehen. Also bitte, wir wollen es in diese Richtung machen. Da gibt es übrigens ein Video, das war mal viral, sogar hier auf Facebook und YouTube. Da sieht man einen Mann, der anscheinend gut Golf spielt, am Eis und der einen Schlag macht. Und der rutscht eben genauso mit den Füßen aus, wie ich da gezeigt habe, und bricht dann durch die Eisdecke durch. Ist sehr witzig. Ich werde es, glaube ich, unten in der Beschreibung, nach der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du dieses witzige Video anschauen. Und da passiert genau das, was ich dir beschrieben habe. Wenn es dir genauso geht wie mir und der Winter viel zu lang dauert, dann könntest du noch dieses Video hier ansehen. Da geht es um Übungen
für den Golfschwung, die du zu Hause machen kannst. Und wir sehen uns dann hoffentlich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.